Ja, sobald er in Phase 2 geht, wird er viel zu stark. Und viel zu stark ist nicht so toll. So, wir können einfach wieder eintreten. Unseren Speer buffen. Und ihm gleich mal zwei verpassen. Genau, wir müssen gucken, dass wir in der ersten Phase nicht zu viel einstecken. Vor allem mit seinem dicken Schwert. Sein kleines ist wie gesagt eher billig. Au, genau, das Große macht nämlich den dicken Schaden. Das Kleine ist einfach nur lästig, aber mit unserem Schild, muss ich sagen, klappt das recht gut. Au, außer er macht sowas. Und da bin ich auf seinen Taunt leider reingefallen. Au. Wow. Ja, ich werde gleich sterben. Trink. Ja, ich habe nie rausgefunden, wie man dem ausweicht. Also reinrollen ist schon mal tödlich. Meiner Meinung nach ist das hier einer der schwierigsten Bosse in eigentlich der schwierigste Boss im gesamten DLC-Paket, also in allen drei DLCs. Also vom Gefühl her habe ich ist keiner der anderen so schwierig wie der hier. Alle anderen gehen eigentlich. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Au. Und nicht in der Todeszone stehen. Bei diesem Boss rächt es sich echt, dass man viel zu langsam trinkt. Ah, Mann. Gucken wir mal, ob sich jetzt jemand freiwillig meldet hier. Bis jetzt scheinbar nicht. Jo. Also wieder rein hier. Ich hätte mich kurz heilen sollen. So. Und weg von ihm. Wow, das war
übertrieben. Ja, so baut man Reflexe auf. Zum Glück kam da kein Retri-Konter. Oder kein Backswing. Ja, genau. So ausweichen. Jetzt brauche ich dringend Ausdauer. Und genau, das kann auch böse sein. Ich werde wieder zu unvorsichtig. Au. Genau, wenn er dazu sticht. Das war zu... Au, genau. Wieder in der Todeszone gestanden. Und er macht sein Schwert böse. Und ja. Wie oft hat er uns jetzt schon getötet? Viel zu oft. Ich sagte ja, schwierigster Boss im Spiel. Ich könnte ja die... den einen NPC rufen. Dadurch wird der Bossfight halt schwieriger, aber ich kann mich mehr aufs Draufhauen konzentrieren und muss weniger mich aufs Ausweichen konzentrieren. Au. So wie jetzt gerade. Nimmst du den Schild bitte nach oben? Danke. Au. Das ging voll aufs Schild. Ja, man merkt schon, meine eigene Ausdauer nimmt ab. So. Schild oben. Genau, und schön um ihn rumlaufen. Oh. Ah, da habe ich zu spät gerollt. Zu früh. Mhm. Und wieder in der Todeszone. Ist natürlich klar. Oh ja. Ja, da habe ich zu spät getrunken.
Er hält nämlich den Block nur eine bestimmte Zeit lang aufrecht, bevor uns dann angreift und tötet. Und genau dieses Zeitfenster darf ich mal wieder überschritten. So, nächster Versuch. So ein paar Mal zustechen. So. Wow, das war gut, dass wir das geblockt haben. Wie wendig hier auch ist. Au. Ganz toll. Boah. Puh, da konnten wir noch gerade so ausweichen und unsere Stamina ist am Sack. Ich glaube, ich versuche es mal mit leichten Angriffen. Die nicht so viel Ausdauer verbrauchen. Ja, das klappt besser. Das wiederum nicht. So, hier kann ich in Sicherheit trinken. Das war besser, dass ich das geblockt habe. Das war jetzt nett, aber hat nicht so viel Damage gemacht, wie ich es gerne hätte. Au. Okay. Er macht wieder Feuer. Boah. Gut, dass ich das geblockt habe. Das hätte mich nämlich sonst umgebracht. Solange er seine komische Flammenattacke nicht macht, bin ich sicher. Aber ich glaube so... Genau die. So, stürm mich ruhig an. Oh ja. Yeah. Genau, ich hätte blocken müssen. Was anderes hilft da nämlich nicht. Und da bin ich nicht aus der Range gewesen. Ich würde ja sagen, ich probiere noch ein einziges Mal, aber wir sind jetzt schon knapp am Ende der Aufnahmesession. Deswegen pfeife ich mir lieber nochmal ein Menschenbild rein. Und hoffen wir, dass bei der nächsten Aufnahmesession vielleicht mal jemand da ist, den ich beschwören kann. So wie ihn hier zum Beispiel. Oder ihn hier. Oder wenigstens jemand, der mich beschwört. Gut, das heißt, es geht zurück nach Majula. Weil der Fume Knight oder wie auch immer er auf Englisch heißt, der Nebelritter, ist ziemlich gut zum Koop-Farmen, weil er halt wirklich richtig schwer ist.
Aber gut, es gibt hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis dann.